Moin und willkommen zu Teil 8 der BMW i30 Restauration. Wir machen gleich da weiter, wo wir im siebten Teil aufgehört haben, und zwar beim Pilotlager von der Schwungscheibe. Neben mir liegt schon eine neue Kupplung von Sachs, die soll jetzt gleich rein. Und ja, zur Hilfe nehme ich mir hier eigentlich, nimmt man so einen Kupplungszentrierdorn. Ich habe mir ein bisschen was selber gebaut aus einer 12er Gewindestange und einem Rohr, was knapp 22, 23 mm der Durchmesser hat. Mit bisschen Gaffertape und Isolierband habe ich es jetzt so hinbekommen, dass es eigentlich ohne viel Gewackel und viel Luft die beiden Sachen aufnimmt. Also hier vorne das Pilotlager und hier dann die Kupplungsscheibe. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. So, Blick auf die Schwungscheibe, die habe ich ein bisschen gereinigt, vom Rost befreit. Und da drinnen seht ihr, ist das neue Pilotlager von SKF. Da empfehle ich jedem erstmal nachzumessen, wie groß dieser Innendurchmesser sein muss. Das war wohl verschieden bei den ganzen Getrieben. Ja, ich habe mir jetzt ein neues da eingebaut. Jetzt kommt die Kupplung rauf. So, hier seht ihr nochmal meinen Selfmade-Zentrierdorn, der jetzt die Scheibe schon mal hält. Ne, immer darauf achten, hier ist Getriebeseite, das steht extra da drauf. So, ich habe jetzt alle sechs Inbusschrauben umlaufend nacheinander festgezogen. Und jetzt muss ich nur probieren, hier meinen ollen Zentrierdorn wieder rauszuziehen. Dann sollte das Ganze eigentlich an Ort und Stelle bleiben, die Kupplungsscheibe. Als nächstes soll jetzt das Getriebe wieder eingebaut werden. Ne, Kupplung habe ich ja schon drin. So, das Getriebe habe ich ja wie gesagt einmal kurz sauber gemacht. Habe jetzt hier hinten noch den Wellendicht drin gewechselt von der Ausgangswelle. Der ist neu gekommen. Dann habe ich hier übrigens den Fehler gefunden. Das ist ja dieser Rückfahrschalter, sag ich mal, wenn man einen Rückwärtsgang einlegt, dass die hinteren Rückleuchtenden oder die Rückfahrscheinwerfer leuchten. Das war übrigens der Grund, warum die damals beim Ausprobieren nicht ging. Weil, wie man hier sieht, dieses Plastik ist in so einem kleinen Alugehäuse drin. Und das war an dieser Stelle dort, ja, ich sag mal, rausgeflutscht. Das habe ich jetzt wieder zurückgedengelt ins Alugehäuse. Und jetzt funktioniert der Schalter auch wieder. Als letztes fülle ich jetzt noch neues Öl ein, hier in die Einfüllschraube. Unten habe ich schon wieder dicht gemacht. Und zwar habe ich hier von Rowe das Top Gear HCLS 75W90. Das hat mir der Rowe Ölwegweiser verraten. Das gleiche kommt übrigens auch in mein Differential ohne Sperre. Davon kommen jetzt 1,15 Liter rein. Also eine komplette Flasche und noch ein bisschen hier aus der zweiten. Und dann machen wir das wieder dicht. Dann kommt das Getriebe rein. Voilà, Getriebe ist wieder drin. Getriebehalter habe ich auch schon angebaut. Und hier diesen kleinen Halter, wo nachher der Cut dran hängt, der ist schon montiert. Schaltgestänge habe ich auch wieder montiert. Das ist alles dran. Getriebelager sind neu. Haben wir ja neulich gesehen, die von Corteco, die zwei. Den Halter an sich habe ich nochmal sauber gemacht und vernünftig gestrichen mit Brandokorox. Ja, Getriebemontage war an sich alleine ziemlich schwierig mit der Hebebühne, aber ging letztendlich. Darf ich präsentieren? Hinten rechts der Tankstutzen, sag ich mal, der Einfüllstutzen. Und da oben ist schon mal dieser Ausgleichsbehälter, den habe ich wieder montiert. Ich habe jetzt schon das neue Tankrohr hier montiert. Also, was heißt neu? Das habe ich aus dem E30-Forum. Das war noch super erhalten. Meins war nicht mehr so schön. Hier habe ich diesen neuen teuren Schlauch von BMW. Der kam an, den habe ich jetzt schon eingezogen. Hier hinten sind diese beiden Kunststoffleitungen, die für die Entlüftung sind und hier oben reingehen. Ja, und drunter seht ihr, ist schon der Tank. Ja, da hinten kommt dieser ominöse teure Schlauch an, der geht da an die Entlüftung. Einen von den Kunststoffschläuchen habe ich da oben schon angeschlossen ans Entlüftungsrohr. Der andere hängt da oben noch, der kommt nachher mit an den Tank. Ansonsten, ja, den Tank hatte ich ja soweit vorbereitet. Den würde ich jetzt versuchen, hier rauf zu hieven und an den fünf Verschraubungspunkten festzumachen. Tank ist drinne. Ne? Den habe ich jetzt komplett einmal untergehievt.
machte sich alleine nicht ganz so gut. Also ich würde empfehlen, das mit dem zweiten Mann zu machen, aber letztendlich habe ich es dann auch geschafft. Schläuche sind da auch schon wieder alle verbunden, Vorlauf, Rücklauf. Oben genauso. Die ganzen Kunststoffschläuche. So, dann seht ihr hier, habe ich schon den Schlauch zwischen Tankrohr und Tank angebracht. Gerade eben direkt von BMW bestellt. Da ist das Prachtstück. So, dann seht ihr hier die ganzen Schläuche. Also die zwei Plastikschläuche und den dicken Gummischlauch da. Die habe ich jetzt hier auch schon verlegt. Da oben ist auch soweit alles fertig. Hier muss jetzt diese Abdeckung rüber, nämlich genau diese. Und die habe ich diesmal nicht von BMW gekauft, weil bei BMW kostet die, glaube ich, 80 € und ist wieder aus Blech. Die hier ist von timsclassicparts.nl, also von die Holländer. Und das Ding ist aus GFK, ist dem Original nachgebildet, aber er gammelt halt nicht mehr. Das war mir wichtig, weil das andere, was ich ausgebaut habe, da war ja nichts mehr von übrig. Das kommt jetzt ran hier an die vier Verschraubpunkte mit bisschen Drücken und Würgen, dass die Schläuche hier auch gut hinterpassen. So, hier ist das gute Stück nur eingebaut. Hat, glaube ich, auch knapp 70 oder ein bisschen mehr als 70 € gekostet. Aber ja, ob ich nur 80 € für Blech ausgebe, was dann wieder gammelt, oder 70 € für was, was länger hält. Fertig. Der Tank erhält jetzt noch eine kleine Dusche mit Wachs. Genauso wie der restliche Unterboden, das er schon bekommen hat. Fertig. Alles voller die Wachs. Jetzt widmen wir uns dem Differential. Was heißt widmen? Also hinten das Gummilager, das soll raus. Und als erstes werde ich mal gucken, ob hier überhaupt noch Öl drin ist in dem guten Ding. Bevor ich es öffne, würde ich das Gehäuse gerne hier, das ganze Gusszeug, ein bisschen sauber machen. Dann nachher werden wir es öffnen, dann kann ich hinten den Deckel säubern, kann innen drinne alles ein bisschen säubern, möchte die beiden Flansche hier einmal ausbauen und vorne auch den Eingangsflansch, dass ich da die ganzen Dichtungen und sowas neu machen kann, alles erstmal sauber machen kann. Jo, und damit wir keine Zeit verlieren, werde ich zuerst hier die beiden Ablassschrauben rausdrehen. Also erstmal die Entlüftungsschraube, dann die Ablassschraube natürlich. Oh, sieht eigentlich noch ganz gut aus, das Öl. Man kann noch durchgucken. Aber ist ein kleiner Silberstreif drin, würde ich sagen. Schwuppdiwupp. Ist es ein bisschen sauber geworden? Ja, ich habe alles einmal mit der Drahtbürste übergeschliffen. Sieht schon recht okay aus. So, und jetzt würde ich den Deckel hinten mal abnehmen. So, da ist schon der Deckel ab. Und so sieht es denn im Differentialgetriebe aus. Ich habe mir jetzt mit dem Körner gerade markiert, wo die Mutter auf der Welle sitzt, mache ich auch nochmal einen Erdingstrich zur Sicherheit. Jetzt habe ich mir nicht die Umdrehung gemerkt. 7,5. Das muss ich mir merken. So, den haben wir lose. Jetzt kann ich mich wirklich an die Abtriebswellen machen. So, die werden an sich nur rausgehebelt. Ich habe das jetzt hier mit meinem Brecheisen gemacht. Da ist schon die erste. Und die zweite. Ich werde die jetzt mal beschriften mit links und rechts. War dann doch leicht. So, hier ist einmal ein O-Ring, den würde ich gerne wechseln. Und dann halt hier den Wellendichtring, der soll neu. Und ja, andere Seite würde ich dann genauso jetzt abziehen. So, jetzt wo die beiden Lager hier seitlich draußen sind, kann ich eigentlich das komplette Diff da rausholen. Dafür kommt Omas Lappen hier zum Einsatz. So. Das kommt jetzt beiseite. So, und hier haben wir jetzt auch die Eingangswelle zerlegt. Der Dichtring soll neu, die beiden Dichtringe sollen neu, die beiden Ohrringe sollen neu. Den Körper vielleicht teilweise strahlen, mal sehen. Und dann soll das Ganze wieder Farbe bekommen. Hier haben wir nur das gute Stück. Den hinteren Deckel habe ich jetzt von der Dichtung befreit, die Fläche einmal komplett wieder mit Vlies abgeschliffen, habe das alte
Lager hier hinten wieder rausgeschlagen, ausgesägt, bisschen sauber gemacht. Die beiden Ablassschrauben, die kommen noch neu. Ich habe das alles ein bisschen sauber gemacht, also nicht auf Hochglanz poliert oder so und auch nicht mit Klarlack bespritzt. Das soll so bleiben. Die andere Seite vom Differentialkörper habe ich einmal komplett, ja, ich sag mal, nochmal sauber gemacht ein bisschen, teilweise sandgestrahlt. Habe dann das Ganze mit Ferrodit wieder eingepinselt, das ganze Gusszeug ein bisschen einwirken lassen. Und jetzt letztendlich die Farbe, das ist wieder Brando Corrux in Schwarz. Ihr seht, ich habe mir hier die ganzen Einsätze wieder angeschraubt, habe alles sozusagen dicht gemacht, habe hier oben auch alles dicht gemacht, wo das Lager drin sitzt, habe unten eine kleine Holzplatte als Deckel erstmal rangeschraubt für die Säuberungsarbeiten. Das kommt jetzt alles wieder ab. Auch die beiden Seitendeckel kommen dann raus, dass ich da komplett neue Dichtungen und sowas reinmachen kann. Das hier oben kommt wieder ab. Und ja, jetzt beginnt eigentlich wieder der Zusammenbau von den ganzen Dingen. Ich habe mir schon alles vorbereitet hier, habe jetzt hier die Deckel links und rechts, da sind neue Dichtungsringe reingekommen, neue Wellendichtringe. Dann habe ich die O-Ringe hier an der Stelle erneuert, die waren gar nicht so leicht zu bekommen, weil BMW nicht mehr lieferbar, die habe ich jetzt über einen örtlichen Hydraulikhändler bekommen. Die habe ich auch nochmal ein bisschen sauber gemacht, hier die ganzen Abtriebsflansche. Genauso wie den Eintriebsflansch, den habe ich jetzt schon eingebaut vorne wieder. Die Schräubchen, mit denen hier die Deckel fest sind, da habe ich mich jetzt für Edelstahlschrauben entschieden. Hier im Differentialkörper selber habe ich nur diese zwei Sicherungsringe gewechselt. Das sind die, wo nachher hier der Achsstumpf an sich mit einrastet an dieser Stelle. Die habe ich jetzt schon mal hier wieder eingebaut. Das heißt, wenn ich nachher die Achsstümpfe da reinschiebe, dann rasten die dort ein. An sich habe ich mir ja vorher markiert, was links und was rechts ist in Fahrtrichtung gesehen. Das Gehäuse steht jetzt schon so. Und jetzt geht es eigentlich nur daran, den Differentialkörper an sich wieder einzubauen, die beiden Lagersitze links und rechts mit anzufügen, Deckel anschrauben hier. Nicht vergessen diese Distanzscheiben. Die habe ich mir auch extra vorher markiert, wo links und wo rechts ist, damit ich die jetzt auf der richtigen Seite wieder einbaue. Sonst stimmt das ganze Differentialspiel an sich nachher nicht mehr. Also beim Aufbau habe ich darauf geachtet, dass diese Nase jetzt wieder hier oben ist. Dann werde ich die jetzt festziehen, vorsichtig der Reihe nach. Am besten über Kreuz immer so ein bisschen. So, an sich würden die Schräubchen jetzt mit 22 Newtonmeter festgezogen werden. Da ich keinen Drehmomentschlüssel habe, der so kleine Werte erreicht, habe ich die jetzt erstmal nur handfest mit Schraubergefühl festgezogen. So, jetzt kommen die beiden Abtriebsflansche rein, links und rechts. So, den Spreizring hier drin habe ich ein bisschen mittig gelegt. So, das war's schon. Rechte Seite ist wieder drin. Und dann kommt die linke Seite noch rein. Fertig. Ich werde jetzt hier die Fläche einmal kurz mit bisschen Fett einschmieren, dass die Papierdichtung hier ein bisschen besser drauf fixiert wird. Die Dichtung ist hier original von BMW, kostet aber auch nicht so viel, ich glaube 4 oder 5 Euro. Ist aber halt auch nichts wirklich dran, ist, naja, ein Stück Papier. Also ich habe die jetzt so hingeschoben, dass die Löcher alle übereinstimmen, dass da nichts schief geht. Mit den Getriebedeckel habe ich hier wieder von Sperber Classic Parts die Schräubchen mir bestellt, alle chromat verzinkt. Ich ziehe die jetzt nur ganz leicht erstmal kurz an. So, und an dieser Schraube muss ich jetzt noch dieses kleine Plättchen wieder ran.
Was ist das für ein Plättchen? Dieses Plättchen gibt die Getriebeübersetzung an. Ja, das hier war das alte. Das habe ich mal ein bisschen sauber geschrubbt. Ja, mein Diff müsste halt eine Übersetzung von 4,1 haben. Ich habe nämlich herausgefunden bei meiner Recherche, dass es dieses oder mein Fahrzeug auch noch mit einer Übersetzung von 4,45 gab oder halt 4,1 bei diesem 168er Diff. Also das hier ist das kleine Diff, was die 316er und die 318i Modelle dann haben. So, jetzt kriegen die sechs Schräubchen 45 Newtonmeter aufs Auge gedrückt. So, dann kommt als letztes eigentlich nur wieder der Begeber hinten rein. Da habe ich auch ein neues Blech für mitgekauft. Gab es auch von Sperber Classic Parts. Und die zwei Befüll- bzw. Ablassschrauben kommen neu. Und der O-Ring für den Geber, der kommt neu. Die werde ich jetzt noch mit einsetzen gleich. Voila. So, als Öl fürs Hinterradgetriebe habe ich hier wieder mein Rowe Top Gear HCLS SAE 75W90. Das gleiche, was auch ins Schaltgetriebe bei mir reinkommt. Hiervon kommen jetzt noch 900 ml in das gute Getriebe. Die schütten wir jetzt ein und hoffen, dass das auf der anderen Seite unten nicht gleich wieder rausläuft. Neue Ablassschraube. So, erstmal handfest, jetzt lege ich das Ganze hin und dann kriegen die 17 Newtonmeter mit dem Drehmomentenschlüssel. Okay, die sind wieder dran. Das heißt, das Gesamtprojekt Überholung Diff sollte jetzt erstmal so abgeschlossen. Ach nee, bevor ich es vergesse. Mann, das wird auch immer schwerer jetzt. Hinten das neue Lager fürs Diff. Da habe ich jetzt keins von BMW, sondern da habe ich hier Powerflex PU-Lager. Das kommt jetzt hier noch rein, so als Schale. Dann ist das an sich abgeschlossen. Wie gesagt, ich muss noch hier einmal kurz mit Brando Cox ein bisschen was nacharbeiten. Und dann kann das Ding eigentlich wieder zusammen mit der Hinterachse ans Auto gebaut werden. Ich denke mal, für diesen Teil wird das dann erstmal reichen. Das werde ich hier noch fix einbauen. Wir werden uns dann im nächsten Teil sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, Daumen hoch, kostet nichts. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Teil. Das müsste dann nämlich schon der 9. sein. Da werden wir dann die Hinterachse einbauen. Und vielleicht gibt es ja schon ein neues Fahrwerk. Wer weiß. Gut, bis dahin sage ich Tschüss an dieser Stelle. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, was hier die Regeneration eines Differentials anbelangt. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, ciao!